So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hustle Castle. Weiter geht's. Wir haben noch ordentlich viel Nahrung hier. 3 Minuten, bis das Ding fertig ist. Das ist okay, so lange kann man noch einen Kampf machen. Und zwar dunkles Dickicht. Geschütze von sowohl er als auch seine Gegner profitieren können. Kann bei schwerem Schaden ein Schild gegen körperlichen Schaden auf sich wirken. Das gleiche. Bevorzugtes Zieleinheit mit Heilfähigkeiten, fügt Gegner gleich gelegentlich Schaden zu. Also ist der Bogenschütze nachher. Und hier das gleiche nochmal. Ach, diese Heilung ist einfach so gut. Also die töten mein Dings fast instant halt, weißt du, meinen Bogenschützen. Aber durch die Heilung, BAM! Kann er super viel Damage machen, bevor er stirbt. BAM! Vielleicht überlebt das er sogar komplett. Ja, ja, durchaus. Er überlebt es sogar, weil er einfach mal geheilt wurde. Das ist so krank. Wirklich, so heftig. Ich mag es, diese Frau auf meinem Land zu wissen. Ich werde nicht zulassen, dass du sie rettest. Sir, es sieht so aus, als sei eure Braut sehr beliebt. Ich denke, wir sollten sie daher lieber schnell retten. Yo, bin am Start. So, es geht mir immer noch auf den Sack, dass die diese Beschleunigen nicht auf die 10 Minuten gerechnet ist, sondern halt wirklich auf komplett alles. Das nervt total. Wir machen mal die Kiste auf. 1800 bis 2200 Gold kann da maximal drin sein. Ich hoffe, es ist gar kein Gold, wunderbar. Plan B-Keule. 459 Schaden pro Sekunde betäubt beim Angriff einen Gegner mit einer Chance von 15% für 1,5 Sekunden. Das ist natürlich ein ordentlich deftiger Schaden, muss man sagen. Der einfach mal 100 betäuben und 100 Dinge zum Schaden dazu. Na, wir gucken mal. Wir legen es mal an. Legen es mal an, kämpfen noch gegen einen. Die Kaltruinen. Oh, Bosse gehen. Jetzt kommen wir noch Boss zwischendurch. Alter. Haben wir ja bla. Okay. Jetzt kriegen wir mit einer Heilfähigkeit. Erhöht die Chance beim Angriff Gegner zu betäuben und den eigenen Schaden zu verbessern. Bogenschützentrier erfüllt die Herzen von Abenteurern, die sich verlaufen haben mit Angst. Ihre genauen, ungeheuren, mächtigen Schüsse können Gegner betäuben und ihre Fähigkeit, ihre eigene Stärke zu erhöhen. Lässt niemanden unversehrt. Sie hassen diejenigen, die Heilung benutzen. Ist cool mit diesem Drachenemblem oder dieses Drachensymbol da drumherum. Das sieht schon sehr geil aus. Das ist, glaube ich, nochmal der gleiche wie der. Bevor du das Ziel kriegst mit Heilfähigkeit, Chance beim Angriff gehen, okay. Genau das gleiche. 5800, das ist natürlich heftig. Hier würde ich natürlich ganz gerne warten. Bis wir vielleicht besseres Equipment kriegen. Durch die Kisten gleich. Deswegen müssen wir ja ganz kurz noch die 20 Sekunden abwarten. So, Spielupdate, Spielupdate und demnächst verfügbar. Genau. Den Clan habe ich übrigens auch noch nicht gebaut, weil der mir ein bisschen zu schade ist vom Gold her. Hier könnte man theoretisch noch den Clan bauen. 50.000 Gold möchte ich aber ehrlich gesagt gar nicht bauen aktuell. Weil mir das echt zu schade ist, das Gold. Dann habe ich doch lieber anderes, was ich verbessern kann. Ich werde es auf jeden Fall noch bauen, aber halt nicht jetzt. Level 10, yay, 3000 Gold, 2000 Nahrung, 500 Elixier und ich habe halt zu viel Gold. Dreck aber auch, ne? Keller. Für 2 Stunden lang verbessern. Wunderbar. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genügend Goldreserven. Dann können wir hier verbessern einen Schatzgehalt Level 4, erledigt. 1000 Gold gibt es dafür. Verbessern einen Speisesaal auf Level 4, gibt es noch einmal 1000 Gold dafür. Den Tresorraum verbessern. Mache ich noch nicht. So, wir machen Kisten auf, Leute. Wir öffnen Kistens. Gold. Ring. Okay, ein Nahrungsring. Der macht das mit den ganzen Low-Kisten. Das finde ich sehr gut. Gold, okay. Ne, jetzt macht er die richtige Kiste. Die wollte ich eigentlich noch nicht, aber gut. Eine Bratpfanne. Irgendwie noch nicht so wirklich was Sinnvolles, ne? Nice. Kleines virtuosen Zauberers. Ah, kann ich noch nicht anlegen. Bin keine 18er Level. Schade aber auch. Oh, ein Stab. Achso, Stab der waren Größe. Vorsicht, wiederfindet Scham bei einem Gegner. Gut, wir machen erstmal alles auf und gucken danach, was wir anlegen werden. Boah, geil sieht das aus. Hand des Untergangs, Armbrust. Vorsicht beim Angriff mit einer Chance von 17% in 3 Sekunden 110% Schaden. Betäubt Angriff einen Gegner mit einer Chance von 18% für 1,5 Sekunden. Ausgewichen plus 145. Oh, die ist natürlich sehr, sehr nice. Vor allem der Schaden ist halt mega immens. Nur 2000 Gold. Eine Rüstung mit. Boah. Viel Stats.
habe so viele Kisten, das ist so krass. Ah, ich krieg nur Gold raus, das ist doof. Okay, diese Invasionskisten sind anscheinend nur mit dem Gold. Das finde ich natürlich scheiße. Das können sich echt in die Haare schmieren. Die will ich gar nicht haben. Noch eine Plan B Keule. Na, das ist natürlich schlecht, dass da wirklich nur Gold drin ist. Das ist echt miserabel. Plattenhandsch des Ritters. Steppenschaden wird mit einer Chance von 20% innerhalb von 4 Sekunden 8% der Eingangs wieder. Das ist mega cool. Eieiei, werde ich auf jeden Fall anlegen wahrscheinlich. Rüstung. Talisman der Dunkelklinge. Sehr schön. Bringt mir, wie gesagt, auf jeden Fall gegen den Kampf, für den Kampf mit den Gegnern gleich was. Ein Nudelholz der ultimativen Gerechtigkeit. 84 Nahrung pro Stunde. Ring des edlen Fürsten. 105 bis 140 Schaden dazu. Ui, viele, viele Accessoires. Kugel des Drachenmysteriums. Ist eine Waffe, genau, 42 Schaden pro Sekunde, Zauberkraft, bla, stellt hinter wieder über 4 Sekunden 560 Sekunden Verbündeten wieder her, auch nicht schlecht. Ausgewiesen bis 375, also wirklich extrem gutes Equipment hier drin. Ein Bogen mit 212, Crit 103 Vorsatz beim Angriff mit einer Chance von 11%, 55% bei Schaden bei einer Gruppe von Gegnern. Ne, da ist die andere Waffe besser gewesen, die Axt, die Armbrust meine ich. 2100 Gold, eine Kneifzange. Festhaltezangen, 72 Gold pro Stunde und 2 Diamanten. Okay, also nicht so optimal, muss ich mal gestehen. Zack. So. Produktion und der Rest war kein Gold. Okay. Dann brauchen wir hier vielleicht noch irgendwo. Sieht nicht danach aus. Auf jeden Fall die Köche, die werden verbessert. Zack. Vielleicht eine bessere Rüstung. Hatte ich nicht eine? Ich meine, ich habe mega viel Dings bekommen. Mega viel Fresskrams. Hier. Alter. Gut. Ja, die stellen unwesentlich viel mehr Nahrung jetzt her. 2400 pro Stunde. 2600 pro Stunde, alles klar. So, erstmal hier auf meinen Bogenschützen. 160 zu 429 Schaden. Crazy, wirklich. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber das Betäuben ist auch nicht übel. Eine Rüstung mehr, ein wenig mehr Schaden, dafür ausweichen. Naja, das ist nicht gut. Das ist Zauberkraft. Was haben wir hier? Crit 330. Ausgewichen. So, hier haben wir eine bessere Waffe. Heilung plus 1709 der Zauberkraft. Ist nicht schlecht. Anlegen ist möglich, weil nicht gut genug. Das ist natürlich ein Ärger. Gut, dann kriegt ihr auf jeden Fall trotzdem einen Ring. Wenn ihr denn einen anlegen könnt, der ist super schlecht. Ausgewichen 386. Deswegen kann er so gut ausweichen. Ich könnte die Rüstung erhöhen, aber ich glaube, das ausweicht schon ganz gut. Aber dass man ja auch die Dinger nicht durchswitchen kann, die Rüstung, das finde ich ein bisschen nervig. So, Crit zwar weniger. Das ist aber ganz gut. Also für mehr Rüstung, mehr Gesundheit und halt dieser Skill noch dazu. So, der ist schlechter. Sieht eigentlich ganz gut aus jetzt, ne? Der braucht einfach noch ein bisschen mehr. Achso, kann er nicht anlegen, klar. Kann er nicht anlegen. Ja, ich habe jetzt so viele Items, die ich dann theoretisch auch verschrotten könnte. Na, ich werde das immer machen für die tägliche Mission, denke ich. Was haben wir schon? Öffne 50 Truhen. Erhalte beliebige Ausrüstungsgegenstände aus Truhen. Und erhöht das Level deiner Burg auf 10. Okay. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Wir haben ein bisschen mehr Schaden bekommen. Was habe ich für einen. Den Heilungsstab habe ich, glaube ich, drin, ne? Den Heilen über Zeit.
Nee, doch nicht. Wollte ich nicht. Ich hoffe, die töten ihn noch nicht. Alter. Boah, krass. Aber das war wirklich Luck gewesen. Das war wirklich super Luck. Uiuiui. Das war mehr Glück als Verstand, glaube ich. Oh, wollte ich diesen Achso, konnte ich mal noch nicht. ich brauche auf jeden Fall mehr Level auf ihm drauf. Jetzt sagt meine Bäumchen und Ätzte, aber meine wahre Macht liegt in meinen Wurzeln. Sie sind mächtig und werdet nie gewinnen. Wie wäre es, wenn du diesen Stumpf namens Schrumpf zu Kleinholz hackst? Seine hartnäckigen Anmachen lassen mich dumm aussehen. Na, 15. Okay, nice. Gegen die gewonnen. Eine neue Kiste, die wir aufmachen können. Eine Axt. 8 Diamanten. 506 Schaden. Vorsicht. 100. War nicht schlecht. Ich denke, die kann ich ihm geben. Mehr Schaden. Und Flächenschaden ist natürlich auch mega geil. So, Kultruinen. Kann ich trotzdem nicht anlegen, es braucht Level 15. Oder wieder ein Gegner. 16.000 Gold. Schauen wir mal rein. 17.000 Dings hat er und der hat dann noch dieses ekelhafte Balliste. Ich mag keinen Angreifen, wirklich. Ich finde das Angreifen so behindert. So, 25.000 Gold oder 27.000 Gold, das sind beides relativ starke, denke ich. Wobei man hier natürlich auch nicht weiß, ob der Gegner wirklich Einheiten drin hat. Weil der ja aus der Kaserne rausnehmen muss zum Trainieren meistens machen, dass die Leute zumindest. 26.000, ne? Gönnt man sich. Ach, guck mal, der hat jetzt die epischen Waffen gekauft von dem Typen. Von dem Holztypen gekillt. Überhaupt nicht OP. Gar nicht. Das ist total normal. Was hat er hier schon? Das ist eine legendäre Waffe. Neuer Opferbogen. Ja, ne, überhaupt nicht stark oder so. Alles klar. Das ist voll balanced. Hier wollen wir zwei Gegner. Bla. 15.376 und der hat eine Giftdingensen. Wobei, ich kann es versuchen, oder? Ich probier's mal. Ach, so ist ja Schwachsinn. Ich glaube, das ist super Schwachsinn. Ja. Die töten mein Viech gleich. Heilung! Oh, nice. Ja, die Balliste ist natürlich ekelhaft. Super ekelhaft. Ja, nochmal schön hier geheilt. Besiegt. Ich habe nur sehr viel Gold verloren, weil das alles nicht da reinpasst. Aber hat jetzt keiner gesehen. 50.000 Gold. Ich brauche ein bisschen mehr. Na, ihr wisst schon. Soll da schon wieder ein Geist? Nee. Hier hoch ins Krankenhaus. Bewohner bewegen nach. Okay. Die machen gerade Liebe. Birgit. Na dann hoch mit dir. Muss halt leider immer einer hier drin sein, um den Geist zu verjagen. Das ist ein bisschen ätzend. Ätzend. Müsste ich jetzt hier Regie die gar nicht benutzen können? Ich hab die doch benutzt. Ich hab die doch. Ich hab die doch benutzt oder nicht? Also. Geschafft. Müsste ich die nicht hier in irgendeinem Kampf benutzen können? Verstehe ich nicht. So, hier, komm. Weg ist er. Da müsste eigentlich einer drin sein, ne? 4. Ah, ne, noch nicht. Dann warten wir noch ganz kurz mal die 30 Sekunden ab, bevor wir gleich noch einen Kampf testen. 50.000 Gold habe ich, das ist doch ätzend. Ich kann mein Gold nicht loswerden. Wofür könnte man denn Gold benutzen? Ich habe keine Ahnung. Für halt Verbesserungen, aber kein Platz dafür. Tresorraum muss ich noch verbessern, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, den Tresorraum noch zu verbessern. Danach sind wieder 106 Gold drin. Wie viel passt hier rein? 15.000? Gut, 15.000. Und hier passen leider nur 6.000 rein.
Überhaupt nicht viel oder so. So, da haben wir einen Zauber fertig. Hier. Zack. Jetzt kann ich diesen Zauber mitnehmen. Ich fertige mal hier noch welche davon an. Weiß ich, wie viel maximal rein können. Boah, eine ganze Menge, Alter. WTF. Kommen alle rein damit. Aber gehen dazu besiegen macht jetzt gar keinen Sinn. Vor allem die nicht. Ich krieg 2000 Gold, die ich einfach verschwendet. Wo ist denn der hin? Achso, zum Heilen hoch. Und dann mit dir. Na gut, 2000 Gold, ich denke, die kann ich durchaus... durchaus mal in... Naja, auf die kann ich verzichten. Ah, komm, hier unten ist der Zauber. Ihr hasst meinen Bogenschütz richtig, oder? Gut, ich gewinne nicht mal. Wahrscheinlich. Mal gucken. Die hatten richtig was gegen meine... gegen meinen Bogenschütz und gegen meinen Magier. Ja, trotzdem gewonnen. Easy. Okay. Also ich hätte theoretisch den Zauber benutzen können. Meine Bäumchen wachsen Blüte für dich, schöne Olivia. Ikit! Rette mich von diesem alten, törichten Baum. Wir kümmern uns bald um ihn, Prinzessin. Und er wird sich verantworten müssen. Alles klar. So, mein Magier wird da reingeschickt, um Kampfstufen zu trainieren. Die restlichen beiden sind schon auf 20. Den lasse ich dann also trainieren. Jetzt können wir die Kiste noch ganz kurz aufmachen. Vielleicht haben wir ein bisschen Gold drin. Nein, natürlich nicht. Nö, alles gut. Okay, dann würde ich sagen, wir machen erstmal wieder eine kurze Pause. Ich werde hier eine ganze Menge ausbauen. Ich habe so viel Gold und der Tresor. Ich bin so happy, wenn hier wirklich viel Platz ist, dass ich dann nicht alles verliere. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich ein bisschen wieder was zu zeigen habe. Meine Kisten, viel Stärke dazu gewonnen und so weiter und so weiter. Und bis dahin, haut darin, Leute. Ciao.